Spoofing. Ihr alle habt es schon mal gehört. Keiner weiß, was es ist. In diesem Video erkläre ich es euch. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um das Thema Spoofing. Bedeutet, jetzt, ich sage immer dazu, es ist Antäuschen, Leute versuchen zu verarschen und in einen Trade zu leiten. Mit Leuten sind aber Algos gemeint. Bedeutet, große Trader lassen sich jetzt nicht von irgendeiner Limit Order verarschen, aber wenn wir irgendwo hier oder hier zum Beispiel an markanten Punkten größere Limit Orders hinlegen, kann das Algos triggern, Algos verarschen und dazu führen, dass Algos etwas anderes machen als das, was sie eigentlich vorhatten oder ihre Operation beenden. Wie funktioniert sowas? Sowas kann unter anderem funktionieren, dass man an relevanten Key Levels Liquidität hinlegt, so wie hier und hier, diese aber fake ist. Bedeutet, die Liquidität wird hingelegt, wird aber eine Nanosekunde vorher, weil diese Liquidität auf Börsenservern liegt, also Servern an der Börse direkt und damit hat man extrem gute Execution Times, können diese Algos Nanosekunden, bevor sie ausgeführt werden würden, gepullt werden. Und das führt dazu, dass wenn jetzt hier einer denkt, oh geil, da liegt die Liquidität, ich kann da reingehen, die Liquidität geht weg und er gibt bis hier oben hin und derjenige, der sie eigentlich hier einkaufen wollte, verteilt seine Orders ganz schnell über die ganze Strecke und kriegt eine viel bessere Execution zum Beispiel für seinen Trade. So kann zum Beispiel Spoofing betrieben werden. Oder der Markt ist in einer längeren Zeit abwärts und es möchte jemand den Markt aufwärts pushen, weil er schon sehr viel länger in dem Markt drin ist und langfristig den Markt long haben will, kann man so auch signifikante Moves zum Beispiel beenden. Es müssen nicht mal große Moves sein, es können auch kleine Moves sein. Wichtig ist, dass man erkennt und versteht, wann Orders echt, wann Orders fake sind. Das ist nicht immer einfach. Ihr seht es zum Beispiel, wir haben hier eine Limit Order liegen, wir haben hier eine Limit Order liegen. Hier war die Order echt, hier wurde ein Großteil des Volumens ausgeführt. Wir sehen es am Delta. Dann kommen wir hier hin und hier sehen wir, Volumen ist nicht echt. Das heißt, zu erkennen, ob die hier echt ist, oder wenn die vorher echt war, ist unmöglich. Das heißt, die war echt, jeder wird davon ausgehen, dass die hier auch echt ist. Aber wenn diese nicht echt ist, können wir darauf reagieren. Genauso hier unten haben wir gesehen, oh, hier hat jemand eine größere Limit-Order reingelegt. Und wann? Nachdem wir das erste Mal hier abgeprallt sind, wir ins Ask reinhandeln und wir sehen, oh, es kommen keine Käufer nach, hat sich jemand gedacht, gut, dann pushen wir hier unten mal ein bisschen Liquidität und sagen dem Markt jetzt so, nachdem er hier schon, warum auch immer, ein schönes Level gefunden hat, wir bieten noch mehr Liquidität an, was in dem Fall ja Support ist, weil das sind ja Buy Limits, und versuchen dem Markt zu zeigen, okay, ich will hoch. Und was haben wir gesehen? Die Leute haben Angst bekommen. Hier unten kam schon, oder die Algos haben Angst bekommen, sind schon gar nicht mehr weiter short, weil sie Angst haben, wenn sie hier oder hier ausgeführt werden, dass dann der Markt dreht. Und genau das hat geklappt. Und dann wiederum derjenige, der hier die Order hingelegt hat, hat sehr wahrscheinlich auch hier die Order hingelegt. Warum? Er hat hier Liquidität geboten, hat hier die Bewegung beendet. Dann denken sich die Algos, super, hier oben liegt ja auch Liquidität, ist ein stärkerer Support, der war vorher schon echt. Wir lassen den Markt mal ein bisschen hochlaufen, shorten hier rein und können dann mit mehr Entfernung nochmal das Tief antesten, was mehr Algos triggern kann, dass wir dann vielleicht die Liquidität hier rausnehmen, dass der Markt weiter runterläuft. Und was passiert dann? Derjenige, der hier die Liquidität hingelegt hat, hat auch hier die Liquidität hingelegt, aber er pullt seine Liquidität hier. Ihr seht es hier, wo ich den Punkt hinmache. Seht ihr, da ist ein Gap. Die Liquidität verschwindet und wir sehen es auch hier in unserem Volumen. Es wurde nichts ausgeführt oder kaum was ausgeführt. Das heißt, ein Großteil dieser Liquidität von, wir sehen es, knapp 260 Kontrakten, wurden 200 ausgeführt, aber ein Stück drüber. Das heißt, die richtige Ausführung ist das hier, 48. Das heißt, ein Fünftel des Volumens wurde gerade mal ausgeführt und dann kam danach der Move. Das heißt, das hier war eine Fake-Liquidität. Die 50 Kontrakte, die ausgeführt wurden, ist so das Typische, was liegt. Die über 200, die da lagen, waren einfach nur Fake. Und das führt dazu, wenn hier jetzt Leute dick reinballern wollen oder Algos dick reinballern wollen, weil sie sehen, die Liquidität ist da und die wird gepullt. Natürlich werden die schlechter ausgeführt und der Markt springt nach oben. Und dann sehen wir, haben wir hier dann zum Beispiel Front-Pushing-Level, ne, der Markt kommt runter, will weiter runterkommen und man sieht sofort, es wird weiter aggressiv Liquidität hingelegt, um den Markt hochzupushen. Hier wurde es nochmal gemacht und ihr seht, die Liquidität wird gepullt. Wir gehen hier rein, die Liquidität wird gepullt. Wir gehen hier rein, ein Teil der Liquidität wird gepullt, ein Teil wird gefillt, aber es wirkt absorbierend. Was passiert? Der Markt geht weiter hoch. Das heißt, diese Order hier, vielleicht auch noch das, alles zusammenhängend wird versucht, den Markt zu pullen und hier oben, ja, wir dürfen nicht zu weit hochgehen, dass die Farbe bleibt. Das hier könnte genau dasselbe sein wie hier. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erkennt man, dass Orders zusammengehören? Das geht. Bookmap kann das. Es gibt Datenfeeds, die das können. Dass man erkennt, dass die Order und die Order zum Beispiel zur selben Person gehört. Das muss man aber nicht wissen und erkennen.
Für uns ist einfach nur wichtig, wir sehen, hier unten liegt eine Liquidität, der Markt traut sich nicht mehr hin. Hier oben liegt eine Liquidität, wir sehen, oh, sie ist fake. Und wenn wir dann durchgehen durch die Liquidität, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir eine größere Bewegung sehen. Das heißt, für normales, klassisches Bookmap-Trading, eine Fake-Liquidität, die gebrochen wird und wir sehen, danach kommt weiter Kaufvolumen rein, super, können wir einfach einen Fake-Liquidity-Ausbruch traden und können hiermit quasi ein Continuation-Trade machen mit Ziel erster Widerstand. Erster Widerstand wäre der VWAP, das heißt irgendwo hier rein, hier raus mit einem ganz kleinen Stop. Wir haben CRV 2 zu 1, vielleicht 3 zu 1 ist ein super Trade. Wir sind nur ein paar Sekunden im Trade drin. Der Trade ist jede Sekunde im Plus. Das sind diese entspannten Trades, die wir mit Bookmap machen wollen. Und das ist die große Stärke von Bookmap. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.